Hallo, herzlich willkommen heute zu Loni Yogas Sequenz für Fußballer, die ihre Beinmuskulatur, ihre Hüften ein bisschen flexibler machen wollen. Es geht heute viel um Dehnung. Wenn ihr viel Fußball spielt, habt ihr vielleicht so ein bisschen das Thema Adduktoren schon mal gehört. Wir werden auf jeden Fall mit den Innenseiten der Oberschenkel arbeiten. Wir werden die Beinrückseiten öffnen und alles, was dazugehört. Wichtig, bevor wir loslegen, wenn ihr eine Verletzung habt, vor allem eine akute Verletzung, dann sprecht erstmal mit eurem Arzt oder eurem Physiotherapeuten. Falls ihr nicht sicher seid, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Sowieso immer gerne einen Kommentar hinterlassen bei Fragen oder eine Nachricht schicken. Ihr findet mich bei Instagram, verlinke ich euch hier. Und ansonsten hoffe ich, es macht euch viel Spaß. Okay, was brauchen wir heute? Einen Gurt. Das ist jetzt ein Yoga-Gurt, den habt ihr wahrscheinlich nicht zu Hause, kein Problem. Ihr könnt einen normalen Gürtel nehmen. Ein Bademantelgurt oder auch ein großes Strandhandtuch. Das funktioniert auch. Großer, langer Socken, wenn ihr das habt, ist auch eine Alternative. Und ich habe hier noch eine Decke. Könnt aber auch hierfür das Handtuch verwenden oder auch ein Kissen. Also holt euch die Accessoires, drückt kurz auf Pause, wenn ihr die noch braucht, denn vor allem der Gurt heute ist ein essentielles Accessoire. Und wenn ihr das alles habt, dann machen wir uns auf in die Rückenlage. Findet also erstmal eine bequeme Position auf dem Rücken. Ich nehme hier meine Decke als Stütze für den Kopf. Mache es mir erstmal kurz, Moment bequem. Meinen Gürtel habe ich hier neben mir. Hände auf der Bauchdecke. Und Yoga wäre nicht Yoga, wenn wir nicht erstmal mit drei Atemzügen beginnen. Das heißt, wir fangen an mit einer tiefen Einatmung und einer sanften, langen Ausatmung. Das nochmal so einatmen in den Bauch. Locker ausatmen aus dem Bauch. Das Ganze noch einmal ein. Und entspannt aus. Gut. Vielleicht fühlen sich die Schultern, die Gesichtszüge jetzt schon ein bisschen entspannter, bevor wir in den Stretch gehen. Wir greifen uns jetzt unseren Gürtel und bringen den Gürtel mal um den rechten Fuß. Ich nehme hier immer den Fußballen und dann strecken wir das Bein mal so weit, wie es erstmal möglich ist, Richtung Decke. Also bei mir heißt das über der Hüfte, bei euch heißt das vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. Was ich nicht unbedingt brauche hier, ist das, den Fuß Richtung Nase zu ziehen. Ja, selbst wenn ich das kann, das ist nicht der Stretch, den wir heute wollen. Wir wandern mit den Händen fast bis zum Fuß oder so weit, wie eben der Arm lang bleibt. Keine gebeugten Ellbogen, die Schultern locker und entspannt. Und dann drücken wir mal die Ferse Richtung Decke, so gut es eben geht, halten die Aktivität in der Rückseite des Oberschenkels, spüren aber gleichzeitig einen Stretch und eine Dehnung hier. Haltet für einen kleinen Moment, erlaubt den Muskeln erstmal sich ein bisschen zu öffnen und wenn ihr soweit seid, könntet ihr, wenn der untere Rücken es zulässt, langsam das linke Bein auf der Matte ausstrecken. Wenn das linke Bein ausgestreckt ist, dann achtet darauf, dass die Zehen Richtung Decke zeigen und nicht zur Seite fallen, dass die Schultern schwer werden und haltet einen Moment hier. Linker Oberschenkel drückt sanft nach unten und dann gehen beide Enden des Gurtes in die rechte Hand, linker Arm liegt auf der linken Seite und wir öffnen das rechte Bein leicht nach rechts. Ihr seht, ich gehe gar nicht weit und zwar deswegen, weil ich will, dass meine linke Hüfte auf der Matte bleibt. Das heißt, sobald ihr merkt, die Pobacke hebt sich, könnt ihr gerne die linke Hand zur Hilfe nehmen und nach unten drücken. Rechte Schulter schwer. Ihr wollt die Dehnung hier in der Innenseite des Oberschenkels. Haltet kurz, beide Beine weiterhin aktiv. Gut, und dann gehen wir wieder zur Mitte zurück und greifen um. Linker Arm jetzt, linke Hand an, beide Gurtenden, rechter Arm nach rechts. Wir ziehen den Fuß kreuz in den Twist. Rechte Schulter dabei ganz schwer. Und auch hier geht es nicht darum, wie weit könnt ihr kommen. Ich weiß, es ist verführerisch, erstmal den tiefsten Punkt zu suchen. Aber jeder Stretch, den wir heute machen, ist maximal 70%. Und ihr werdet sehen, das reicht völlig aus. Wenn das Bein hier gebeugt ist, dann ist das Bein gebeugt, gar kein Problem. Bleibt hier so lange, wie ihr das Gefühl habt, es fühlt sich angenehm an, es fühlt sich richtig an und kommt dann langsam wieder raus. Beugt das Bein, setzt den Fuß erstmal ab. Und dann lasst beide Beine langsam auf der Matte ausstrecken. Atmet hier erstmal ein. Spürt mal vielleicht den Unterschied von einem Bein zum anderen.
Und dann setzt wieder beide Füße auf der Matte auf. Und wir beginnen mit links jetzt. Der Gurt geht um den Fußballen, das Bein streckt lang aus oder eben leicht gebeugt, so wie ihr es eben könnt. Die Arme wandern nach oben Richtung Fuß, sodass die Arme gebeugt sind, die Schultern aber in der Matte. Egal wo ihr seid, haltet einen Moment hier. Entspannt die Gesichtszüge. Ja, wir wollen keine Muskeln anspannen, die hier nicht angespannt werden müssen. Tiefe Atmung in und aus dem Bauch. Und wer möchte, streckt allmählich den rechten Fuß von sich weg, rechtes langes Bein. Spürt dann, wie der rechte Oberschenkel nach unten zieht. Noch ein bisschen mehr Dehnung hier für den Oberschenkel links. Nehmt mal wahr, ob eine Seite sich ein bisschen enger oder weniger anfühlt als die andere. Wenn ihr normalerweise mit rechts mehr aktiv seid oder Rechtshänder seid, seid ihr auch wahrscheinlich am rechten Bein ein bisschen enger. Kommt natürlich auch darauf an, wie ihr spielt. Jetzt gehen beide Enden in die linke Hand, rechter Arm nach rechts und wir ziehen ganz leicht den linken Fuß nach links. So eine kleine Öffnung spürt an der Innenseite vom Bein. Dabei bleibt die rechte Pobacke in Verbindung mit der Matte. Haltet hier ganz aktiv in beiden Füßen. Sehr schön. Und dann bringt alles wieder zur Mitte und kreuzt rüber nach rechts. Gehen wir in die Hüfte, äußere Oberschenkel, linker Arm nach links. Und auch hier nicht unbedingt bis zum Maximum gehen. Spürt, wo der Zug anfängt und dann haltet hier. Vielleicht merkt ihr hier mehr Spannung, dann bleibt ihr hier gerne auch noch einen Atemzug länger. Wir wollen ja symmetrisch arbeiten am Ende. Bleibt bei euch, bei der Atmung. Gut, dann kommt langsam wieder zurück. Beugt das Bein, entfernt den Gurt, streckt beide Beine lang auf der Matte aus. Warum nicht mal einen guten Morgen-Stretch hier, Arme über den Kopf. Fersen vielleicht weg, ganz lang machen, auch die Atemmuskulatur öffnen. Und mit der Ausatmung entspannt alles. Setzt die Füße auf der Matte ab. Und dann zieht mal die Knie zur Brust. Öffnet den unteren Rücken einen kleinen Moment hier. Ausatmen und dann mit ein bisschen Schwung nach oben rollen. Sehr schön. Wir gehen direkt wieder in die Adduktoren. Wir kommen in Baddha Konasana, eine Yoga-Position. Die Schmetterlingsposition kennt ihr vielleicht. Und egal, wo eure Knie jetzt gerade sind, vielleicht sitzt ihr hier oben, kein Problem, vielleicht hier unten, versucht die Hände zu kreuzen und irgendwas vom Bein zu fassen. Und wir beginnen mit so einer Wellenbewegung nach unten. Ausatmen. Mit der Einatmung kommen wir wieder nach oben. Und dann wieder ausatmen. Unten fallen, ganz egal wie hoch oder wie weit ihr hier überhaupt kommt, ganz wurscht. Ausatmen nach unten. Halte kurz mal hier, lass den Kopf, die Schultern schwer hängen, auch eine schöne Dehnung für den Nacken. Und dann rollt langsam den halben Weg nach oben, entkreuzt die Hände und schaut mal, ob ihr so ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln könnt. Und dann kommt ihr in so einer Zickzack-Bewegung nochmal nach unten. Richtung Beine, Richtung Füße. Ganz egal, wie gesagt, wie weit die Wegstrecke hier für euch ist. Vielleicht geht es einen halben Zentimeter, kein Problem. Kommt wieder nach oben. Zieht die Schulter nach oben und ausatmen. Rollt die Schulter nach hinten. Gut. Okay. Streckt die Beine jetzt zu beiden Seiten aus. Und jetzt gehen wir noch so ein bisschen mehr auch in die Bauchmuskulatur. Arme ziehen nach oben. Euch richtig lang, gar nicht so einfach, haltet erstmal hier aus. Zieht die Zehen zu euch, das allein schon zu halten, kann sehr schwierig sein. Das heißt, vielleicht merkt ihr, rollt nach hinten, das ist okay. Versucht so ein bisschen die Oberschenkel nach unten zu drücken, das hilft. Gut, dann drehen wir einmal die Zehen nach innen, ich kann es kaum, und dann nach außen. Ich rutsche ein bisschen zurück und dann wieder nach innen und nach außen. Zieht euch lang, letztes Mal nach innen. Und nach außen. Mit der Ausatmung lassen wir langsam die Hände sinken. Zehen zeigen nach oben, aktive Beine. Zieht die Kniescheiben nach oben. Und dann von hier aus ein paar Zentimeter mit den Händen nach vorne wandern. Ihr seht, ich bin hier völlig aufrecht. Gar kein Problem, wenn ihr weiter oben bleibt. Kommt auf die Fingerspitzen, Länge in der Wirbelsäule. Ihr wollt euch von der Hüfte wegbeugen. Das heißt, selbst wenn ihr hier mit den Knien seid, das Wichtigste ist, dass die Wirbelsäule gerade bleibt.
zieht euch nicht nach vorne. Wir wollen nicht das hier. Okay. Haltet nochmal einatmen. Aus. Super. Gut. Und dann rollt auf. Bringt einmal kurz die Füße zusammen, Hände hinter euch. Ich zeige es euch von der Seite. Und dann nehmt die Füße ein kleines bisschen auseinander, hüftweit, und beginnt mal die Fußgelenke zu kreisen. Das ist grundsätzlich eine schöne Sache, aber vor allem, wenn man viel Fußball spielt, viel läuft auch, viel in bestimmten Schuhen sich rumtreibt, immer schön die Fußgelenke mit beachten. Kennt ihr vielleicht sogar vom Aufwärmen. Schön. Gut. Und von hier aus kreuzen wir die Beine, rollen uns auf alle Viere. Und wenn ihr jetzt einen härteren Boden habt als ich hier, dann nehmt ihr gerne eure Decke, euer Handtuch und bringt dann die Knie auf die Unterlage, dass ihr ein bisschen was habt, was euch stützt. Okay. Und von hier aus beginnen wir erstmal von allen Vieren, Hände unter den Schultern, mit den Zehen aufgestellt, nach vorne zu rocken und dann nach hinten. Und nach vorne. Und nach hinten. Gut, ein paar Mal ein. Und aus. Und dann wird die Bewegung so ein bisschen größer. Einatmen, die Hüfte sinkt nach vorne, vielleicht hebt ihr die Füße. Ausatmen, Richtung Fersen nach hinten sinken. Nach oben ein, hebt die Füße. Lasst die Hüfte sinken. Ausatmen, ups, nach hinten auf die Fersen. Und dann noch einmal die Hüfte bis Richtung Matte sinken. Öffnet die Schultern. Ausatmen, auf die Fersen setzen. Vielleicht kommt ihr nicht so weit, ist kein Problem. Schaut mal, ob ihr auf die Fingerspitzen kommen könnt, egal wo ihr seid. Und dann krabbeln wir nach oben mit den Händen und setzen uns direkt auf die umgestülpten Zehen. Und das halten manche gar nicht lange aus. Vielleicht haltet ihr es einen Atemzug oder zwei. Versucht es durchzuhalten für 3 Atemzüge, wenn es geht. Und wenn ihr raus müsst, kommt ihr kurz hoch und geht nochmal rein. Wir dehnen die Fußsohlen. Tiefe Atemzüge. Sehr schön. Okay. Hoffentlich habt ihr es durchgehalten. Wir kommen auf die Fingerspitzen und dann treten wir mit dem rechten Fuß mal nach vorne. Versucht mal, den Fuß zwischen die Hände zu treten und dann kommen wir nach oben. Knie auf der Decke oder auf dem weichen Boden und wir lehnen uns in den Hüftbeuger. Der Hüftbeuger ist hier diese Muskulatur vorne an der Hüfte links, die sich jetzt öffnet. Und wir beginnen ganz langsam, wenn wir hier Stabilität haben, Knie direkt über dem Fußgelenk, die Arme nach oben zu ziehen. Gut, und dann versuchen wir die Handflächen zu berühren. Hände hinter den Kopf, lehnt euch mal zurück, hier kleine Rückbeuge. Ausatmen, Bauchnabel zieht nach innen. Ein. Und mit der Ausatmung löst ihr langsam die Hände. Bleibt tief gebeugt in der vorderen, im vorderen Knie. Verschränkt die Finger hinterm Rücken, zieht euch nach oben. Beziehungsweise zieht die Finger hinter euch nach unten. Und mit der Ausatmung löst ihr die Hände. Streckt die Hüfte nach hinten, hebt die Zehen und lasst den Kopf mal ganz schwer werden. Wir drücken jetzt die Ferse tief in die Matte und die rechte Hüfte zieht das Bein lang. Spürt wieder den Atem. Entspannt wieder das Gesicht. Ein und aus. Und dann wandern wir mit den Händen wieder ein Stück nach vorne, setzen uns tief, einatmen, ausatmen. Trete zurück auf alle Viere. Gut. Und dann atmet ein, öffnet die Brust nach vorne. Und mit der Ausatmung rundet den Rücken. Katze, Kuh. Einatmen, öffnen. Gut. Und ausatmen, kommt auf die Finger. Der linke Fuß tritt nach vorne durch. Manchmal braucht es ein bisschen Übung, bis ihr nach vorne kommt. Und dann wandert der Fuß so weit, dass wir uns jetzt tief setzen können ins vordere Knie und wir spüren, wie der rechte Hüftbeuger sich öffnet. Ja, es ist hier die Tendenz, dass der Bauch so ein bisschen nach vorne sagt. Wir ziehen den unteren Bauch dabei nach innen und wenn ihr soweit seid, zieht ihr die Arme nach oben, verschränkt dann vielleicht die Finger oder bringt die Handflächen aneinander und dann beugt ihr die Ellbogen und lehnt euch in die Hände. Dass ihr so eine richtig schöne Rückbeuge kriegt, der ganze vordere
Oberkörper öffnet sich. Tief in den Hüftbeuger sinken. Einatmen. Und mit der Ausatmung lösen wir langsam die Hände, verschränken wieder die Finger hinterm Rücken, ziehen die Schultern zurück. Das Kinn leicht zur Brust, sodass der Nacken lang bleibt. Einatmen. Und aus. Sehr schön ein. Löst die Hände ausatmen, die Finger auf die Matte bringen. Und von hier aus ziehen wir die Hüfte zurück, wir heben die linken Zehen an. Linke Ferse tief in der Matte verwurzelt, atmet ein, öffnet die Vorderseite. Atmet aus, lasst den Kopf schwer hängen. Lass mich kurz mal in diese Dehnung fallen. Noch einmal tief einatmen hier. Und aus. Gut, und dann kommt langsam wieder nach oben, wandert mit den Händen nach vorne, sinkt noch einmal ins Knie. Und dann tretet zurück in alle Viere. Jetzt stülpen wir die Zehen zurück, sozusagen, als ob wir sie nicht aufgestellt hätten. Und schauen mal, ob wir uns so auf die Fersen setzen können. Ihr seht, die Knie sind sogar leicht erhöht vielleicht. Das ist noch ein bisschen intensiver. Haltet kurz hier. Zwei Atemzüge. Und wenn ihr es in den Knien spürt, dann seid bitte vorsichtig. Die Kniegelenke sollten hier eigentlich nicht von betroffen sein. Okay. Und dann gehen wir noch in eine letzte Adduktorenöffnung. Kommen nach oben in alle Viere. Und ihr könnt euch gerne die Decke oder das Handtuch, was auch immer ihr habt, auseinanderfalten. Ich zeige euch eine Variante. Für mich funktioniert das hier mit dem Teppichboden. Falls ihr keinen Teppich habt, dann gibt es die schöne Möglichkeit, euer Handtuch oder was auch immer ihr habt, so ein bisschen länger aufzufalten oder zusammenzuklappen, je nachdem. Und dann bringt ihr die Knie auf diese Unterlage. Und ich zeige euch jetzt mal die erste Option, entweder so oder so. Und wir kommen von hier aus also in so einen weiten Kniestand. Und Option 1 wäre, auf die Unterarme zu kommen. Das ist schon relativ intensiv. Wenn ihr enge Adduktoren habt, ihr könnt euch dann mit dem Kopf nach unten sinken lassen. Und die zweite Option wäre, dass ihr die Füße auch ein bisschen auseinander nehmt. Das heißt, ihr kommt nach vorne, dreht die Zehen nach außen, sieht ganz komisch aus, und dann krabbelt ihr von hier aus auf die Unterarme. Und dann könnt ihr entscheiden, wenn ihr die Knie ein bisschen weiter nehmt, wird es intensiver. Ihr könnt die Hüfte nach vorne und nach hinten schieben und so ein bisschen den Punkt ausloten, der für euch wirklich funktioniert. Dann halten wir hier für ungefähr 5 Atemzüge. Versucht hier nicht den Kiefer zusammenzudrücken, versucht hier entspannt zu bleiben. Und dann kommt langsam nach oben gekrabbelt. Nehmt langsam die Knie wieder ein bisschen näher zueinander, gebt euch Zeit. Kommt wieder zum Sitzen. Und jetzt könnt ihr praktischerweise diese Decke, ich klappe die sozusagen von unten wieder so halb zusammen, dass ich so ein bisschen eine dickere Unterlage habe. Ich strecke mein rechtes Bein aus und kreuze mein linkes Bein über das rechte. Vielleicht sieht das bei euch so aus. Vielleicht könnt ihr das Knie übers andere bringen und dann lehnen wir uns einfach nach vorne über das Knie. Wenn es bei euch gar nicht geht, wenn ihr also euer Knie, sagen wir mal, hier habt und ihr nicht viel Raum habt, weiterzugehen, dann ist Option 2 einfach ein Schneidersitz. Und von hier aus nach vorne lehnen. Funktioniert wunderbar. Wo auch immer ihr seid, schaut, ob ihr mit den Armen noch so ein Stückchen weiter nach rechts kommen könnt. Und auf der rechten Seite verharrt für einen kleinen Moment. Spürt wieder den Atem.
Dann entscheidet ihr, wie lange ihr hier noch bleiben möchtet, bevor ihr wieder nach oben kommt. Wenn ihr im Schneidersitz seid, verschränkt andersrum die Schienbeine. Wenn ihr mit einem Bein lang wart, dann geht ihr wieder mit dem linken Bein lang. Rechtes Knie kreuzt, aktives unteres Bein. Und wir lehnen uns wieder langsam über das gekreuzte Bein und versuchen so ein bisschen das Gewicht nach links zu verlagern hier. Versucht euch nicht reinzuziehen, nicht reinzudrücken in die Position. Es ist mehr ein Loslassen, ein Gefühl von sich der Schwerkraft ergeben. Man kommt langsam wieder nach oben. Sehr schön. Findet jetzt euren bequemen Sitz, vielleicht gekreuzt, vielleicht ausgestreckt. Und wir beenden diese Session mit drei langen Atemzügen in Bewegung. Atmet ein, lasst die Arme nach oben ziehen, macht euch lang. Hände vom Herzen zusammen, ausatmen. Und der nächste ein. Macht euch richtig lang. Ausatmen, Hände vom Herzen zusammen. Und letzte Runde einatmen, Länge schaffen, Platz schaffen. Und ausatmen, Hände vors Herz. Namaste. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn es euch gefallen hat. Und auch wenn ihr noch andere Fragen habt, andere Themengebiete, schreibt mir gerne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.